Königin Camilla, unerwartete Terminabsage. Deswegen fällt Besuch in Neffmarket flach. Erst Mitte Februar fiel Königin Camilla, 75, gleich bei einer ganzen Reihe wichtiger Termine aus. Sie hatte sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Nun sagt die Ehefrau von König Charles, 74, erneut kurzfristig einen Auftritt ab. Ihr Besuch im britischen Neffmarket fällt dem Wetter zum Opfer. Am Donnerstag, 9. März 2023, wurde die Königsgemahlin in dem Ort in Suffolk erwartet. Noch am selben Tag teilte der Buckingham Palast jedoch folgende Nachricht mit: Der für heute geplante Besuch Ihrer Majestät in Neffmarket musste wegen der wetterbedingten Beeinträchtigung der Transportmöglichkeiten verschoben werden. Ihre Majestät bedauert natürlich sehr, dass sie nicht teilnehmen kann, und hofft, zu gegebener Zeit einen anderen Termin für ihren Besuch zu finden. Bei ihrem geplanten Termin sollte Camilla die British Racing School anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens besuchen und das Gemälde des Belvoir-Huntsmann John Holiday im British Sporting Art Trust, einer Non-Profit-Organisation in Neffmarket, enthüllen. In den vergangenen Tagen wurde der Straßen-, Bahn- und Flugverkehr aufgrund des höheren Aufkommens von Schnee, Regen und Eis in Großbritannien stark beeinträchtigt. Wie Independent berichtet, sind für Donnerstag in weiten Teilen von England und Wales Schneestürme angekündigt. Nachdem über Nacht die niedrigsten März-Temperaturen seit mehr als einem Jahrzehnt gemessen wurden. Kein Wunder also, dass sich die 75-Jährige diesen Wetterbedingungen, ob nun im Auto, Zug oder Helikopter, nicht aussetzen möchte. Verwendete Quellen: Hello Magazine.com, Independent Cook.